Es ist schon klar, dass das den Tod bedeutet. Ja, ja, genau. Ich hab mich angegriffen. Bitte lass mich. Guck mal, der hat auf uns geschossen, Mann. Ich werde den Dienst bei den Separatisten quittieren. Es war ein Fehler von Marek, gegen euch zu kämpfen. Wie kann man den Dienst bei Separatisten quittieren? Du musst ein Kündigungsschreiben einreichen. Unterschrieben von deinem Vorgesetzten. Und doppelt abgesägt vom, vom Vorstand. Und möchtest, dass du nicht mehr separiert sein möchtest. Genau. Das ist wie so eine umgekehrte Scheidungserklärung. Okay. Rostigen Druiden. Von daher stehen heute Druiden. Was? Ist hergekommen, um einen Druiden zu stehlen? Genau, stell dumme Fragen, weil wir haben ja nicht zugehört. Nee, kann dafür bis jetzt alles hinterfragen. Weil wir nicht wissen, worum es geht. Wie meinst du denn das jetzt? Erkläre das nochmal genauer. Das macht irgendwie keinen Sinn. Wie? Ja, na, guck mal, eins ist was. Was? Das soll es immer geben, oder? Ja, und was? Schon lange von dem, was ihr so hört. Hä, was? Sprecht euer letztes Gebet. Was? Ihr seid jetzt die Ritter. Was? Wir haben es geschafft, wir haben die Galaxis gerettet. Was? Bitte! Separatisten haben eine Familie auf. Das sollte es immer geben. Und ich habe mir geschworen, jeden einzelnen von euch zu erledigen. Drück ab. Was? Das ist die Frage. Wem gebe ich jetzt eher die Genugtuung? Ich habe nur meine Befehle befolgt. Eigentlich will ich ja nicht, dass er seine Genugtuung bekommt, ne? Wieso nicht? Achso, er sowieso nicht. Nee, sowieso nicht. Halt! Befehl ist Befehl. Das gefällt mir nicht. Dann befehle ich euch zu sterben. Naja. Befehl aufgehoben, Corso. Captain, ich muss das tun. Nein, nicht. Er muss? Er muss einen Scheiß machen. Wäre nichts geschehen. Hä? Wie was? Dann rekrutieren wir ihn. Was? Dieses Würstchen nehmen wir doch nicht etwa mit? Nee, das machen wir nicht. Na gut, du hast gewonnen. Denk drüber nach. Corso hat nie gewonnen. Corso hat doch nicht gewonnen. Meine Familie war der hat noch nicht mal beim... Der hat noch nicht mal bei Rubbellosen gewonnen, ne? Ich schwöre, dass ich wieder einem Mann Darek dienen werde. Ich werde einfach heimgehen und mich um meine Familie kümmern. Oh Gott, jetzt hat er auch noch Familie. Keine Sorge, die hat er sich doch gerade ausgedacht. Ich hab Familie. Nein, töte mich nicht, ich hab Familie. Töte die. okay. Ja, zwei Kinder, Frau, Großmutter und Hund und Katze. Was mögt ihr nicht? Mögt ihr? Hast du Hunde? Hunde, nee, hier, ich hab Hunde. Katze ist schwierig zu treffen im Blaster. Okay, müssen wir wieder zur Toilettenonkel. Ja, scheint so. Guck mal hier. Hm? Abonnenten erhalten Ruheerfahrung für den Aufenthalt in einer Ruhezone. Wieso so ein Zigarettenareal und da... Ja, das ist diese Bar da. Und da erhalten dann Abonnenten zusätzliche Erfahrung. Wenn sie nur rumsitzen auf ihrem Arsch. Genau. Wenn sie da einfach rumhocken. Das ist nicht euer Ernst hier, oder? Doch, aber du musst... Ich setze mich hin auf meinen Hintern und schon hagelt Erfahrungspunkte, weil ich Geld zahle? Ja, genau. Siehst du, und... Fuck that. Und guck mal, dieser Content ist so schon total leicht. Und wässrig. Genau. Und jetzt kannst du als Abonnent, kriegst du Bonuserfahrung... Wenn du nichts machst. Und, fürs Nichtsmachen... Ja. Zusätzlich zu dem ganzen Rest. Das heißt der Content ist noch leichter. Ja, ich könnte mich hier praktisch auf die Treppe setzen, die ganze Zeit Bonuserfahrung kaufen und warten, bis das Spiel vorbei ist. Ja. Puh, das ist lausig. Das ist gut, oder? Ja. Ist ein Top-Spiel, weißt du, was die alles tun müssen, damit die Spieler dabei bleiben, ja? Ich wüsste nicht, wie man das noch verbessern könnte. Da gab es bestimmt mega viel Heulerei, wie... Oh, das ist alles so schwer, ich möchte leicht... Oh nein! Oh Gott! Sie haben den Kübel umgebracht. Sie haben umgeschubst. Ich komm nicht wieder hoch, wieso Balkier? Das ist doch bloß ein Herzinfarkt. Jetzt endlich zusammen sein. Ja, die Sache ist nur, dass mein Frachtraum voll ist. Und ich arbeite. Ist er tot? Ich ruf dich aber mal an. Weiß ich nicht. Ist der Kübel tot? Ich mach nicht Mund-zu-Mund-Beatmung. Du hast versprochen, mich hier rauszuholen. Ich habe alles für dich getan, Skavak. Oh, guck mal. Ach, das ist Starbucks. Was? Der hat eine Kaffeekette? Ich habe für Situationen wie diese immer etwas Geld bei mir. Sie haben uns 15 Credits gegeben. Ich krieg zu viel. Bitte was hat sie gegeben? 15. Die ist ganz schön billig, du. Die ist super billig.
Wie viel Prozent von so einer Jukebox-Marke ist das? 15. Oh mein Gott. Well, da kann ich mir den braunen Durchschnittswookie aber nicht nochmal anhören. Und so abdancen. Natürlich über die Situation. Diese ist eine erbärmliche Situation. Das. Kannst du sie immer noch töten? Ja, aber... Ach. Du kannst sie erst erpressen und dann töten. Ja, aber ich bin... Ich wette mit dir, wenn du sie erst erschossen hättest, hättest du die 15 Credits nicht bekommen. Vielleicht hätte ich mehr bekommen, wenn ich sie gelootet hätte. Nee, wahrscheinlich hättest du gar nichts gekriegt. Wir haben voll den Gewinn gemacht. Wenn wir sie jetzt erschießen. Weil wir so eine super gute, gutmütige Schmalzlocke sind. Deswegen. Also ich wette mit dir, dass sie das so einprogrammiert haben. Also ich meine, wenn sie jetzt zum Beispiel Loot hätte. Ich bin froh, dass sie nur einprogrammiert haben, wie sie hat 100 Credits dabei, die du looten kannst. Ja. So, und abhängig davon, also völlig egal, ob du sie nur erst erpresst und dann erschießt. Oder erst erschießt, ohne sie zu erpressen. Gut, dass du immer 100 Credits finden kannst. Und nicht mehr oder weniger. Ja. Das haben die bestimmt nicht bedacht. Wo ist sie jetzt hin? Keine Ahnung. Ist sie weg? Wenn sie wirklich ausgegangen ist, ich kann das auch nicht aussehen, wenn man Frauen wehtut. Das glaubt dir keine Sau, Junge. Nee. Ich auch nicht. Was ist mit Vidu? Ja, was ist mit eigentlich mit dem Onkel? Kümmert ja. Nicht, dass sie deinen Boss getötet hat? Wie, der ist tot? Er ist tot. Das ist nicht tot. Kübel ist tot. Der Kübel ist umgekehrt. Ja, mit der Richtung getreten. Hören, was wir getan haben. Guck mal, er liegt ja die ganze Zeit und keiner schert sich um ihn. Er fängt schon zu stinken. Ich glaube, Sirene hat die Wahrheit über Roguns Kopfgeldjäger gesagt. Von den Nüssen so. Wir wissen auch nicht, wie lange Skavak auf Kurs am Ende ist. Schwingen wir uns in eine Fähre und schnappen ihn uns. Kann mich wieder jemand auf den Bauch rollen? Ja. Stell dir vor, ich wäre jetzt so dick wie der Royal. Ja, oder der Kübel. Würde mich in so einem Kübel wegkarren da und das wäre gleich dreimal so teuer. Der hätte ich niemals mitgenommen. Niemals. Also sie wollen jetzt irgendwie erschossen werden, oder? Scheiße. Was ist es? Oh, jetzt hast du den Fisch zuerst umgenietet. Ja, das Fischstäbchen habe ich aus dem gemacht. So, hier, Captain Iglo sagt schönen Tag. Oh, 1000 Schaden, Corso, ganz locker von der Hand. Aus dem Handgelenk, ja. Sehr gut. Gut, toll, es gab nicht mal Loot, was für ein Scheiß. Wie, das war's jetzt noch nicht. Achso, ich soll. Das war die falsche Fernrampe. Kacke, ich wäre eben die falsche reingelaufen. Oh Mann. Die haben gar nicht mich gemeint, das war eine Verwechslung. Ich habe zwei Leute völlig umsonst umgebracht, naja, was soll's. Was sind 102? Ja. Ja. Fuck. Oh, bitte nicht hier auch noch, okay. Ach, danke. Jesus Christ. Das war jetzt nötig. Uff. Das hat die Story total vorangebracht, weißt du? Mhm. Sorry, jetzt bin ich im richtigen Hangar. Da sind zwei Leute, die nicht schlafen. Da könnt ihr die bitte wegräumen. Ja. So, kommen wir jetzt runter hier von diesem. Na, wärst du da mal gleich hingegangen? Planeten. Ja, ehrlich mal. Wir hatten das Ticket ja schon. Ja, die wollen auch schon los hier. Guck mal, das sind Soldaten. Ständig verläufst du dich. Mhm. So, Leute. Tschü. Wie sieht der denn aus? Das ist hier so ein... Guck mal, das ist so ein epischer Megaspieler. Wie kann ich mit dem was tun? Ja, klick dir mal an. Du kannst ihn anbabbeln. Anflüstern. Das ist ein ganz toller. Ah. Der heißt Honor... Harrington. Honor Eric. Herring. Gründerin. Ein Hering ist das. Gründerin. Die spielt das Ding schon seit Beginn. Die spielt das von Anfang an. Excuse me. Holy cow, Mann. How. Sorry. Oh mein Gott. How long exactly are you playing this freaking game at this point? What the fuck? Guck, was er sagt. Ja. Oder er wahrscheinlich. Ich meine, seien wir mal ehrlich, wie viele Frauen spielen das? Also. Und tanzt jetzt am besten nicht, wenn du da antwortest. Ja. Kann ich mich verbeugen oder zumindest auf ihn draufsetzen oder sowas? Ich kann zumindest lächeln, kann ich.
Bei in manchen Multiplayer-Spielen gibt es da so einen Befehl, wo du dir anzeigen lassen kannst, wie lange du insgesamt online gewesen bist in diesem Spiel. Okay. Ich bin gespannt, ob es das hier auch gibt. Hm. Wahrscheinlich sucht er gerade diesen Befehl, um dir eine exakte Antwort zu geben. Ich meine, naja. Ich meine, ich habe mich jetzt hier hingestellt vor sie, aber... Ich glaube, er tut jetzt auch so, als wärst du AFK. Als wäre er AFK. Da muss ich mich ein bisschen bewegen. Nee, du bleibst jetzt da. Du sitzt das jetzt aus. Wir warten jetzt mal ein bisschen und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, genau. Du kannst dich auch ganz dreist vor sie setzen jetzt mit deinem Stuhlbefehl. Okay, wo waren wir? Hitler. Richtig, stimmt. Ich kann mich jetzt erstmal hinsetzen, richtig. Ja, weil... Ich bin gespannt, wie lange er tut, als wäre er AFK. Weil das ist ihm bestimmt mega peinlich. So. So, Junge, jetzt mach mal was. Bitte mit dir. Du setzt dich neben Honor Harrington. Ja. Ja, leider nicht auf Honor Harrington. Mr. Herington. Der Hering vom Dienst. Schön geduldig. Gespannt, wer als erstes zwinkert. Zuerst aufgibt. Ich kann mich doch hier noch anders hinsetzen, ne? Ja, du kannst... Auf den Boden kann ich mich auch noch setzen, genau. Nee, ich glaube, du musst das erst aufstehen, ne? Ja, du musst erst aufstehen. Okay. Immer schön zeigen, dass du noch da bist. Dass du es nicht vergessen hast. Ja. Oh, super. So ein schönes Lattenrost aus Stahl. Das tut doch richtig gut zum Hinsetzen. Ja. Ich hemme dich so richtig an, ja. Korso, wie er dich anguckt. Oh Mann, ey, das ist dir bestimmt mega peinlich. Genau so. Oh, ich kann das mir nicht länger anschauen, Junge. Alter, hallo. Hallo. Ach, das tut doch nix. Nee, da passiert nix. Du meinst nicht? Nee, komm. Sie hat dich besiegt. Nee, aber ich meine... Nein. Wie ich würde ja noch länger warten, aber ich meine, die hätte doch schon längst was gesagt. Die ist AFK. Die hätte doch zum Beispiel sagen können... Ja, das die ist auch doch bestimmt Abonnent. Du kannst dir damit das Geld aus der Tasche ziehen. Weil du zahlst ja nix. Dass ich ihr praktisch Lebenszeit entziehe. Du kannst das jetzt aussetzen. Ja, genau. Aussauge wie so ein Vampir. Kann ich auch was machen, um sie zu belustigen? Indem du ständig dumme Fragen stellst. Ich soll so Soziales machen, anstarren. Ja. Oh, Mann. Du fixierst Anna Harrington mit den Augen. Das sieht man so gar nicht. Ja. Kann man noch was anderes tun? Wo schon dabei sind. Feiern. Gratulieren, ja. Ja, gratulieren. Gut gratulieren gemacht. Zu dem geilen Titel. Ja, super. Alter, Schwede. Aber. Puiuiui. Feiern. Ja. Gratulieren. Klatschen. Ja, komm. Ja, nee, das haben wir doch schon. Oh, Mann. Fuck me. Oh, der hört damit gar nicht auf. Das ist aber schlecht. Warte mal. Angeben kann ich nicht. Nee, angeben kostet. Oh, das ist aber schlecht. Aktion. Ansehen, beobachten, blinzeln, ducken, Fuß wackeln. Was ist das denn? Hä? Nee. Was passiert? Doch, er macht irgendwie... Ja, er ist so ein bisschen schüchtern irgendwie und, was gemacht, ja. Und macht irgendwas. Das Lustige ist, wenn er jetzt wirklich AFK ist, also ich meine, nehmen wir mal an... Ich meditiere jetzt. Nee, nehmen wir mal an, er ist... Er tut nicht nur so, als wäre er AFK, sondern er ist wirklich AFK. Würde man denken. Vielleicht. Also, ich rechne ja nicht damit, aber... Ja. Dann kommt er wieder und sieht dieses ganze Protokoll, was du mit ihm gemacht hast. Setz dich hin, klatscht, starrt dir in die Augen, klatscht, meditiert. mit dem würde ich aber auch nicht sprechen. Der die ganze Zeit nur Langeweile hat, denkst wahrscheinlich auch zum Kitty. Ja, im Prinzip schon. Nee, das... Aber vielleicht ist er... Ja, wobei, er kann eigentlich gar kein Kiddy sein. Nee, ich meine, er denkt, dass wir schon so Kiddies sind. Im Geiste vielleicht. Ja, okay. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Ach komm, das ist mir so blöd. Meine Fresse. Never mind. Ja, du kannst ihr ja schreiben, dass sie gerne so tun kann, als wäre sie AFK. Und dass sie dir dann lass. I can see...
You move right through your attempt. Oh nein, das ist so dumm. Lock dich bitte aus. Bitte lock dich aus. Bitte lock dich aus. Mrs. Nein. Anyway. Nein. Stop it. Have a nice week. Das ist Folter. Cheerio. Oh Gott. Du kannst das jetzt nicht tun. Klar kann ich das tun. Cheerio. Ein freies Land. Das ist ein freier Planet. Ja, genau. Oh mein Gott. Vielleicht. Es kann gut sein, dass die Jukebox. Ich muss mal pinkeln. Ja? In dieser VIP-Lounge ist. Wo ist diese VIP-Lounge? Ja, sag es mir. Da sind diese Fahrstühle. Aber du brauchst ein Bändchen, um da reinzukommen, einen Eintritt. Für 1 Million. 1,25 Millionen. Da müssen wir noch ein bisschen spielen. Da müssen wir noch auch einen Planeten und ein paar Leute ausnehmen. Und weißt du, was das Tollste daran ist? Sag mal. Dass für Gratisspieler wie uns das Cap für Credits bei 350.000 ist. Das kommt auf Deutsch gesagt nicht rein. Genau. Scheiß die Wand. Weil du nämlich von EA nicht als Spieler akzeptiert wirst. Genau, ich bin nicht mal ein Mensch in deren Augen. Nee, du bist einfach nur ein, du bist ein Parasit. Aber Würstchen bin ich. Der auf den Servern die anderen Spieler belästigt. Was stimmt. Was stimmt? Ich meine, sie haben es erfasst. Ja. Was soll's machen? Alles klar. Ich glaube, weiter kommen wir nicht mit unserem Vorhaben hier. Ich kann die immer noch mal anquatschen hier, aber das machen wir. Komplett sinnlos. Das machen wir irgendwann mal off-camera. Ja. Off-air. Der Hyperspace Trucker ist abgegriffen. Der muss erstmal jetzt seine verordnete Ruhepause durchziehen. Er guckt uns immer noch zu, weil nee, der muss sich gleich wieder übergeben. Guck dir das an. Oder kann auch. Ach, geh weg. Geh einfach nur weg. Der will auch mit mir reden. Ja, ich will nicht mit ihm reden. Du kannst nicht mit ihm reden. Er hat dir bestimmt ganz tolle Sachen zu erzählen von seiner komischen Fackel und. Oh. Und wo er die. Was er mit ihr macht, wenn er sie wieder. Kriegt dann. Ja, und wir haben uns auch alle ganz lieb und ach nein, nein. Genau. Nein. Wetten? Was? Wetten, er bringt dich dazu, dass du zuerst die Waffe holst und dann erst dein Schiff. Wetten, er kriegt dich dahin? Nee. Kriegt er Sicherheit. Nein, kriegt er nicht. If you ever feel the urge to just rebike your chains, if you ever feel you feel